Tut das Tätowieren weh? Naja, Tätowieren spürt man. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Manche Menschen empfinden es als schmerzhaft, viele nicht. Es kommt auf den Körperstil drauf an, auf die Tagesverfassung an, spielen viele Sachen eine Rolle. Also wie gesagt, das ist schwer zu erklären. Niemand kann richtig sagen, wie Tätowieren sich anfühlt, weil es etwas Besonderes ist. Kann ich ein eigenes Motiv mitbringen? Ja, natürlich. Da kannst du immer ein eigenes Motiv mitbringen. Sofern eine Zeichnung gut genug ist, weißt du, es gibt ja viele Menschen, die ein Bild zeichnen können, das du dann versuchen zum Ausbessern oder zum schöner machen. Aber natürlich, wenn du deine eigene Zeichnung mitbringst und die ist okay, dann ist das auch tätowiert. Es gibt ja sogar Menschen, die was in ihre Kinderzeichnung mitbringen, einfache Strichmotive, die was dann 1:1 auftätowieren. Kann ich mir ein Tattoo stechen lassen, wenn ich krank bin? Nein. Wenn man krank ist, der Körper angeschlagen und die Tätowierung ist eine Verletzung. Das heißt, der Körper, die Haut wird verletzt und somit ist das schlecht. Wenn man krank ist oder wenn man schwanger ist, tätowiert nicht. Wenn man Medikamente nehmen muss, das heißt Blut verdünnen und so weiter, also in einem gesunden Zustand, geht man Tätowierung nicht als Erkranker. Kann ich ein Tattoo über Narben stechen lassen? Man kann über Narben tätowieren, das Narbengewebe unter der Haut ist dann meistens ein bisschen verdickt. Und die Haut, was drüber gewachsen ist, ist eher sehr dünn. Man muss da sehr aufpassen, dass also sie tätowieren, weil da kann es wirklich passieren, dass die Vorhaut links und rechts ausspringt, die Haut also so leicht sich ausbreitet unter der Haut. Man kann drüber tätowieren, man muss jetzt schauen, aufpassen, wie die Narbe ausschaut und muss halt mindestens meiner Meinung nach ein Jahr warten, bevor man über die Narbe drüber tätowiert. Es ist auch ein bisschen schmerzhaft, dass man mal nicht davon wartet. Kann ich allergisch auf Tätowierfarbe reagieren? Ja, natürlich, aber das kommt natürlich auf die Qualität der Farben. Also mittlerweile die Farben, die was die Produzenten so anbieten, die sind alle unbedenklich. Immer wieder kriegen wir von der Kammer Schreiben, dass die Farben nicht verwendet werden, die auf da und da Wirkstoff drin ist und das vielleicht unverträglich ist. Aber wenn man von vornherein richtig gute und teure, hochwertige Farbenprodukte verwendet, dann ist das völlig unbedenklich. Wie pflege ich das Tattoo richtig? Ja, da gehen die Meinungen sicher auch wieder auseinander. Wichtig ist natürlich einmal, dass man es behandelt wie eine Verletzung. Eine Tätowierung ist meiner Ansicht nach so ähnlich wie eine leichte Schürfverletzung, vom Abreibungsgrad sehr ähnlich. Das geht einmal sauber gehalten. Das heißt, die Tätowierung ist nicht damit gedacht, dass man sich anmalen lässt, sondern das gehört gut und behandelt. Das heißt, die ersten zwei Tage sauber halten. Es wird einfach kein Schmutz dazu kommen. Jeder Schmutz in einer Wunde quasi entzünden und somit zu einer Infektion führen und das ist schlecht. Das heißt, es muss einmal zwei Tage sauber gehalten, es gehört mit einer BPD, mit einer Wundheilsalbe gepflegt. Meiner Meinung nach über 3 Wochen, wie das andere Tätowierer sehen und betrachten, weiß ich nicht, weil ich mit denen nichts zu tun habe. Aber so wie ich das mache, funktioniert es und meine Kunden sind mit dem recht zufrieden. Es dauert ein paar Tage, ist einmal richtig schön und dann fangen sie die abheilende Haut zum Lösen an. Das heißt, die oberste Hautschicht stirbt ab, ist wieder ein Sonnenbrand, kann man das vergleichen, geht ganz dünne Haut, aber in dem Fall wirklich eine bunte Haut, je nachdem, was für Farbe, das man tätowiert hat. Und dann regeneriert die Haut wieder und nach 3 Wochen kann man dann mit der Pflege aufhören. Man kann dann im späteren Sinn mit Tätowieren ein bisschen tunen, indem man es mit einer Hautlosch ein bisschen einschmiert, weil die Farben dann viel kräftiger rauskommen. Darf ich jemanden zu meinem Termin mitnehmen? Selbstverständlich. Fast immer nimmt jeder irgendwen mit, der was da dabei ist. Weil die Leute wollen mal sehen, wie das ist und was da abgeht und so weiter. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Okay. Wie lange nach dem Tätowieren darf ich keinen Sport machen? Im Prinzip kannst du unmittelbar nach dem Tätowieren trainieren gehen. Also das ist überhaupt kein Problem. Nach dem Tätowieren soll man sich nicht in die Sonne legen. Man soll nicht in eine Badewanne steigen, man soll nicht in ein Solarium gehen, man soll nicht in eine Therme gehen. Aber Sport kann man ohne Probleme machen. Man muss sich ein bisschen mitschmieren. Das ist einfach, weil die Haut in Abheilung, aber das sollte man sowieso dann permanent einschmieren, dass die Haut gefettet bleibt. Wenn man es zum Beispiel nicht spielt, dann kann es natürlich sein, bei starken Bewegungen, dass die Haut dann rissig wird. Die
verletzte Haut von einer Wickelung. Das heißt, wenn man das spielt, kann man Sport betreiben. Ich meine, wenn man heute Schwamm-Catchen geht, ist natürlich sicher nicht ideal, da um den zu gehen. Aber eine normale Sportart, glaube ich, kann man durchaus ausführen. Muss ich das Tattoo nachstechen? Nein. Da kommt es wieder darauf an, was für eine Tätowierung das ist. Wenn man zum Beispiel so große, flächige, schwarze Tätowierungen macht, ist es sehr schwierig, dass man beim ersten Mal richtig dicht bekommt. Da kann es durchaus sein, dass ein paar Stellen ein bisschen heller werden und da muss man dann ein bisschen nachtätowieren. Ganz wichtig ist natürlich dann wieder die Abheilphase, die Pflege. Wenn die Menschen das nämlich nicht pflegen und nicht schmieren, dann werden sie stumpf, sie werden grau, sie werden ein bisschen konturlos. Bin ich schon angefressen, wenn es kommen nach drei Wochen zum Anschauen, weil ich bitte meine Kunden, dass sie bekommen, dass man es anschauen darf, was abgeheilt ist. Die tun erst echt das, was abgeheilt ist. Und bei denen, die es nicht geschmiert haben, die sehen schon 20 Meter Entfernung, ob der das gepflegt hat oder nicht. So ein großer Unterschied ist da. Das heißt, wenn man es richtig gut pflegt, dann braucht man nichts nachtätowieren. Das war früher, wie Anfang, vor über 20 Jahren, wo ich noch viel nachtätowieren müssen, weil natürlich man muss ja seinen Lehrweg. Mittlerweile, glaube ich, von 100 Tätowierungen, vielleicht muss ich bei drei nachtätowieren, also minimal. Danke, das war's. Das war mein Vergnügen.